Leute, ich sitze jetzt hier und mache den Film fertig nach dem Sumpf Mittelkalbach. Alles cool, hatten fertig, haben auch hochgeladen auf YouTube, nur er wurde gesperrt, weil die Musik, ne, wo die Kalbiger da hatte, die war halt irgendwie, ist gesperrt bei YouTube. So, jetzt habe ich es nochmal neu gemacht. Es ist jetzt ungefähr 11 Uhr abends. Die Galazzos, die ich immer live aufgenommen habe, das ist eine Rock'n'Roll-Band aus Heppenheim, dahin aus der Ecke. Die habe ich am Schluss nochmal drin, damit sie sich auch nochmal präsentieren. Die haben mich gerettet. Ich habe jetzt bei allen Szenen, wo Musik unterlegt war, habe ich die eingespielt. Es ist 11 Uhr abends und ich kriege für den Film kein Pfennig Geld. Vielleicht noch einmal Medaille, damit ich demnächst da irgendwie eine Medaille habe. Ich habe ja schon eine gekriegt. Bla bla bla. Ich bin mittlerweile fix und fertig. Ich habe heute Abend kein Tongespräch gehabt mit meiner Frau und gar nichts. In dem Film sind so viele Sketche drin. Da könnt ihr mal sehen, wie die leiden. Und mir ging es heute Abend auch so. Ich habe das jetzt alles gemacht wegen euch Kalbiger. Es ist kein Motorradfilm, also Motorradfahrer sind jetzt hier mal ganz draußen. Ich habe das jetzt nur gemacht für die Gemeinde Kalbach. La la la. So. Ich versuche jetzt, das Ding nochmal hochzuladen und ich hoffe, dass es klappt. Gute Nacht. So. Narrenzunft Mittelkalbach. Wir heben ab. Alles klar. Da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Um 19.01 Uhr geht's los. Alles paletti. Es wird abgehoben. Mittelkalbach ist immer eine Reise wert. Speziell bei der Narrenzunft. Genau richtig. Yes. Yes, meine Musik. Gucken wir mal hier. Ich fahr so gerne LKW, ein Tag und auf ein Loch. Doch jetzt gab mir mein Boss dieses seltsame Fass. In Deutschland fuhr ich Heizöl und manchmal auch Beton. Doch dann wollte ich ins Ausland. Das hab ich nun davon. Ja, mein Bruder ist Belangter, der hat's gut. Denn ich fahr 120 Schweine nach Beirut. Ja, ich fahr 120 Schweine nach Beirut. Es ist schon toll, was man für Kohle alles tut. So, der neue Song. I'm just a fool for staying home and having them. I can't get over. Take, I'm making by just saying well. A lost fool is blind and just can't paint the town. Paint the town. A lost fool is blind and just can't see. Oh, Lord, so many. Well, I bet she's not like me. She's tall and fancy free. Heard her well, the voice of all her charm. Nehme die Songs jetzt nicht komplett auf, sonst ist die Kamera gleich leer. Auf dem Partyplanet, auf der Fremdensitzung 2023. Wir begrüßen euch mit einem dreiverdonnerten Kalbach! 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 Lieber Fabi, ist das hier ein Einzug? Liebes Prinzipal, hä? Ist das nicht toll? Unser Prinz ist nämlich Star Wars-Fan, habe ich mir sagen lassen. Deswegen haben wir. Jetzt sag nicht, du bist Derrick-Fan.
Star Wars Fan. Und deswegen, lieber Fabian, ein toller Einmarsch für unsere Prinzenpaar, die ein tolles Prinzenpaar sind, lieber Fabian. Ja, vielen Dank, lieber Dieter. Wir begrüßen euch natürlich erstmal heute Abend hier. Wir hoffen, unser Partyplanet gefällt euch genauso gut wie uns. Die Prinzenmannschaft lacht. Fasi, tut das auch lachen? Ja, nein, wir möchten euch natürlich ganz herzlich willkommen heißen, hoffen auf einen schönen Abend mit euch, ein paar gesellige Stunden und wollen natürlich erstmal unser Musikerduo begrüßen heute Abend. Die werden euch neben uns natürlich durch den ganzen Abend begleiten. Achtung, Kuckuck, da steht ein Stuhl. Nein. Nein, also wie gesagt, Duo Malibu wird euch heute durch den Abend begleiten. Das ist die Manuela und der Willi. Ja, die kennen wir auch schon viele Jahre. Hat das schon ganz take your life. Ja, wir bei dem ganzen Spektakel natürlich wieder jede Menge Fans. Ne? Im Hintergrund, ihr seht's, alles zwickt hier mit. Stripes around my shoulders, I got chains. Chains around my feet, yeehaw! I got chains. Der letzte Song vor der Abend. Never been with anything that's denied. So fine, I've been on fire with Sally Feeds. Go fast with the groove and bold. But somehow they just don't end up as mine. It's them defying life for living. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy when I'm bandaging my knees. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. Bill Sandiano Salmon makes this for such a star. Trockene Kehle, sie wollen Bier trinken. Summer in the beauty room. Here's what's her name. Scarlet. Well, baby, she's got it. I'm Venus. I'm by your desire. She was, but no one else had. Wir begrüßen auf dem Partyplanet den Partyverein, die Nallersumpf und der Einzug für eben, so wird das überall durchgezogen in Osthessen.
wo wir auftreten. Der Wahnsinn, die Lieder müssen geschnitten werden auf 8-9 Minuten. Ja, ein großer Verein und Corona, die Zweier Corona, wo viele Vereine gecrashed worden sind, hat uns leider nichts ausgemacht. Wir haben weitergearbeitet im Vorstand. Wir haben mal 2 Jahre Pause gemacht, okay. Aber egal, wir sehen hier wieder das Ergebnis. Die 2 Jahre Pause war auch uns mal gut. Der Wahnsinn. Wir begrüßen erst mal den Nationalen 3 war Don Kalmar. Nadelzon. Kalmar. Ja, auch Prinz Pascal, der 55. bereise gerne die Welt und feier, bis der Lack abfällt mit einem dreifach donnernden Kalmar. Fremdsetzung. Und heute, ich freue mich und treffe überall bekannte Leute. Das Geheimnis ist gelüftet und ich weiß Bescheid. Das Natsumi-Schiff uns entführt in eine andere Zeit. Mein Traum war immer einmal Prinzessin zu sein, hier in meinem Heimatverein. Wo ist dann mit dem ersten Tanz hier auf die Bühne? Liebe Malbu, auf geht's, Ausmarsch für unsere Nadelzon! Die Mondlandung kommt jetzt. Bin mal gespannt. Astronaut. Hallo? Hallo? Hallo! Oh. Ich sehe Kalbach. Ich sehe Kalbach. Fasching. Oh. Die NZM sogar. Oh. Das sieht nach Party aus. Das ist geil. Nee, lass uns starten. Achso. Die letzte Szene für heute. Okay. Ich sehe die Oberfläche. Ja. Sie ist grau. Scheiße grau. Nee, das war nix. Nochmal. So können wir das nicht aufnehmen. Okay. Ich komm nochmal. Okay. Bereit? Ich komme. Stopp! Cut! Cut! Warst du gestern unterwegs? Einmal! Wir haben nicht mehr viel Band. Einmal! Alles gut, ich komme nochmal. Sollen wir jetzt nochmal weitermachen, oder was? Jawohl! Hier, gestern war hart genug, aber gut. Krieg ich mal. Okay, streng die ein bisschen an jetzt. Neil, vielleicht ein bisschen mehr Spirit, mehr Pathos. Bitte, noch ein einziges Mal. Aus den Schuhen. Spirit, Pathos. Okay. Ich betrete die Oberfläche. Und Cut! Das haut mich immer noch nicht richtig um. Das haut mich nicht vom Hocker. Was Kurzes, was Knackiges. Ich war doch gar nicht fertig. Ich kann doch sagen. Nein, ja. Von hier aus sieht es so aus, als würdest du mir einfach nur deinen Anzug pinkeln. She loves you more than you know.
not so gross. I said, it's cool that she even wanted to say, keep away from run around to it. Richtiger Paradiesvogel. Ich bin ein Papagei, das sieht man doch. Ein Papagei? Ja, und kommt da deine Figur überhaupt noch zur Geltung? Hä? Was? Das ziehst du auf gar keinen Fall an. Das ist ja dermaßen ungünstig für dich. Ja, aber Herbert, ich muss das anziehen. Ich hab das von der Hertha. Das ist meine wichtigste Kundin. Die kommt dreimal in der Woche zum Haarlegen. Ja und? Ja, die hat in den Wechseljahren jetzt so zugelegt. Und da passt sie hier halt nicht mehr rein. Ja und weiter? Und da hat sie sich gefreut, dass mir das Kostüm so gut passt. So gut passt. Jetzt hör mal auf. Ja, immer wieder schön auf einer Fremdsaison, damit mal die Leute zu sehen, die man nicht so oft sieht. Das Rathaus ist ja oft geschlossen, ich weiß gar nicht warum. Ja, lieber Marc, ich hoffe, du hast den Schlüssel dabei. Wir müssen mal kurz vorher mal reden. Hier ist viel kaputt, der Vorhang geht gar nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Ja, ich weiß gar nicht. Also, schlimm, schlimm, schlimm. Ist noch kaputt? Ja, warst du schon mal im Klo heute Abend? Einmal die Hände gewaschen, geht's kaputt, das Waschbecken. Siehste. Ja, aber es ist nur das Waschbecken. Was denn noch? Ich glaube, die dritte Tür von rechts war aus Klo kaputt. Ja, die habe ich gestern bezahlt, das ist gut. Hat die Nadelsucht auf die Versicherung genommen, ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Lieber Marc, du hast den Schlüssel dabei. Ich würde sagen, du hast ein paar Worte für uns zu richten als unser Bürgermeister. Ich hoffe, du hast noch Geld in der Kasse. Ich habe mir auch sagen lassen, du bist auch Karnevalist gewesen in Marklos. Jetzt frage ich mich, wo ist die Narrenkappe? Ja. Hallo, schönen guten Abend, liebe Prinzenpaar heute Abend, lieber Lide, lieber Fabian. Gerne bin ich heute Abend zu euch gekommen. Ja, ich war in Marklos einige Jahre Karnevalist, Elferat. Zum Prinz hat es dort nicht gereicht. Aber das Motto heute Abend, zu dem Kostüm gab es keine Mütze. Von daher bin ich heute mal ohne Mütze da. Aber die meisten werden mich trotzdem erkannt haben. Ja, wir haben ja schon einiges von eurem tollen Programm gesehen. Also ich bin sehr begeistert, was ihr auf die Beine stellt. Vor allem die starke, tolle Truppe. Und wenn wir schon beim Thema Bürgerhaus sind und Reparaturen, die nötig sind, wenn ich mir so eure Truppe angucke, ich denke, dann müssen wir auch über den Anbau nachdenken, weil sie passen ja nicht mehr alle auf die Bühne drauf. Ja, und ich denke mal, das Programm als solches, das wird uns noch einige Überraschungen heute Abend bereitet. Das, was ich schon zu hören bekommen habe, ist ja für mich Premiere heute Abend auf eurem närrischen Programm, was ihr heute Abend zu bieten habt, bin ich schon sehr gespannt und freue mich auf einen schönen Abend. Insgesamt denke ich, die Kampagne ist für euch eine sicherlich anstrengende gewesen, aber ihr macht es ja gerne, ihr wart auch viele unterwegs. Immer wenn man die Online-Medien sich angeguckt hat, es gab fast keinen Ort, wo ihr nicht gewesen seid. War am Mittag wieder in Rommers gewesen und guckt es euch an, er war auch vor drei Wochen auf der Wasserkuppe.
beim Gipfeltreffen und deswegen immer hier. Wenn der das verkauft, kann er wieder neue Mercedes kaufen. Ne? So ist das richtig. Ja. Auch der Landrat kann stolz sein auf die Narrensucht, weil ja, er weiß schon, was die Narrensucht leistet. Und ich weiß, was er leistet. Ein feiner Kerl, überall dabei, Kirmes, wie schon gesagt, Mittag in Robots und jetzt hier auf der Narrensucht. Und auch ihm will ich das Mikro geben, hat vielleicht auch noch ein paar Scheine für uns. Ich weiß ja nicht. Ha? Landrat, ich kenne dich doch. Wisst ihr denn? Ich zog ein eigenes Mikrofon. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Lieber Dieter Mack, es gibt nur wenige, die dem Landrat an die Brust fassen können. Ah. Du darfst das. Du darfst das. Ja, liebreizende Prinzessin, werter Prinz, wir haben uns ja schon vor einigen Tagen auf der Wasserkuppe, der Dieter hat es gesagt, beim Gipfeltreffen der Fürstlichkeiten gesehen. Ich durfte schon euren Orden entgegennehmen und ich freue mich natürlich, das ist auch schon, lieber Dieter, eine Tradition. Ich mache immer die Samstagstour am Fastnachtssamstag und traditionell beginne ich die immer bei euch hier in Mittelkalbach. Da ist es schön, da ist die Stimmung gut und da grüße ich euch natürlich. Herrlichen Ehren. Ja, du hast ja gehört, Bert Reune, alter Sack, klingt nicht so gut, aber genau. Dieter Mack, das wollte ich gerade sagen. Also, jetzt habt ihr einen richtigen alten Sack, aber das tut ihm keinen Abbruch. Wir alle nochmal einen Riesenapplaus an unsere Kochbrausiers und ich komme zum Schluss und grüße euch mit einem Dreifachdonner der Mittelkalber. Nannenzun, Landkreis Fulda. Danke sehr. Bert, behalte das Mikrofon, weil du hast jetzt, ja, viele Nächte schon gut durchgeschlafen, weil du ja genau weißt, du bist bestimmt im Oktober wieder Landrat. Aber du weißt doch nicht, am Montag geht meine Bewerbung ein. Hab ich Chancen? Dann wird's eng. Das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben, dass du genau weißt, was da auf dich zukommt, okay? Er zittert schon, so muss das sein. Ja. Der Schaumkuss. Das Zigeunerschnitzel heißt ethnische Minderheit mit Hang zu fremden Eigentumsschnitzel. Und nach der anhaltenden Sexismusdebatte klärt nun unsere Expertenrunde ganz genau, ob die deutschen Kinderlieder politisch noch vertretbar sind. Das Gremium dazu nennt sich Bund Deutscher Sprachmediatoren, kurz BDSM. Viel Spaß! Morgen kommt der Weihnachtsmann. Stopp! Stopp! Für mich kann das Lied an dieser Stelle auf keinen Fall so bleiben. Das ist geschmacklos und sexistisch. Ja. Ja, also, da müssen wir unbedingt was machen. Das geht ja gar nicht. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen Weihnachtsmann Ejakulation. Oh mein Gott, der Weihnachtsmann kommt? Das ist ja ekelhaft. Wer lässt denn ein Kind solche lüstere Schweinskram singen? Voll Spinne. Das ist ja wie Porno. Man weiß heutzutage gar nicht mehr, wie man den ganzen Dreck, der auf uns einprasselt, noch verarbeiten soll. Ach, gute Frau, Sie dürfen das alles nicht heranlassen. Das ist schon in Ordnung, Frau Blörrer. Das ist schon in Ordnung. Das, Herr Weyersch, das macht mich ganz fertig. Meine Gefühle gehen da auch durch. Ich weiß gerade gar nicht, war das schon sexuelle Belästigung? Nein, also Frau Brauer, das ist ja hier eine Ausnahmesituation. Oh. Die nimmt uns alle mit. Oh, danke, Frau Dödel-Delle. Aber es kommt ja noch viel schlimmer. Madel, singst mal bitte weiter. Ja, bitteschön. Kommt mit seinen Gaben. Stopp! Haben Sie das alle gehört? Es kommt mit seinen Gaben. Na, kommt mit Gaben.
ist ganz eindeutig Gruppengeschlechtsverkehr. Die Gaben, das ist nämlich nach neuer deutscher Rechtschreibung der Plural von Gabi. Und Sie hören selber, jetzt kommt der Kerl und hat Geschlechtsverkehr mit Gaben. Das sind mindestens nochmal zwei Gabis dazu. Gegaben ist der Plural von Gabi. Ja, na klar. Na, das weiß doch ein jeder, der der deutschen Sprache halbwegs mächtig ist. Und ich sag immer was, es geht ja noch weiter. Es wird ja viel schlimmer. Ich verkraft das. Na, schauen Sie doch. Da kommen Sie doch mal hier. Ne? Da kommen Sie mal hier. Kind mit Krippe. Schaf und Stier, Zotteltier und Panthertier. Zotteltier und Stier, das ist ja Pseudomie, ist das in dem Lied. Ja, das ist die gleiche sexistische Kackscheiße wie mit Amsel, Drossel, Fink und Star und das Vögeln. Ja, ja, unklar, nur klar. Noch deswegen sitzen wir ja hier. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Das müssen wir alles zum Wohle unserer Kinder ändern. Ja, nur klar. Und zwar konsequent in allen Liedern. Zum Wohle unserer Kinder. Ja, und damit hier, damit fangen wir gleich mal an. Also, ja. Brainstorming. So. Wenn ich dazu jetzt mal was sagen dürfte. Das muss geschlechtsneutral und obendrein gegendert werden. Richtig. Aber schreiben Sie mit, Herr Weyers. Ja, aber auch die Personen mit transsexuellem Hintergrund sollten in den Texten berücksichtigt werden. Genau, das ist gut. Ja, und der Nonbinären, die sollten wir auch berücksichtigen. Die sollen sich ja nicht benachteiligt also, finden. Das mit dem Weihnachtsmann, das also, so könnte es vielleicht passen, ne? Na klar. Das lassen wir uns. Mein liebes Kind, würdest du das mal vortragen? Morgen besucht uns das Weihnachtswesen alleine ohne Begleitung. Er, sie, es hat nichts dabei, nur ein genderneutrales Boulevardmagazin. Keiner wartet auf sie oder ihn und macht auch nichts mit Tieren. Genau! Ich sagte mir, du musst dich endlich aus, auf dir ticket und flog lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich war. Jetzt lebe ich schon ein Jahr auf wie bezahlt. Inzwischen hab ich sogar Spanisch drauf. Ich nur am Strand mit Sonne, Brande auf. Du glaubst es nicht, ich trage mein Regenrohr und komm mir richtig super vor. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern an. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Ja, jetzt soll ich auch. Du bist ein tolles Mädchen,
alleine. Oh no, 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 no. Die Zigeuner. Hier, wenn ihr sie mal, wenn ihr sie bei uns haben wollt, dann müsst ihr euch bei mir dann melden. Ist klar. Ich brauch Kommentare. Dann holen wir die kurz bei. Liebling, willst du bei sein? Dann schick mir einen Kuss und das ist ja. Marina, Marina, Marina. Das sing ich auch mit. Dein Schaufel gefällt. Marina, Marina, Marina. Du bist ja die schönste Welt. Du hast dich ja auch schon verkleidet hier. Ja. Ja, aber ich habe extra noch mal Perücke angezogen, dass mich unser Jüngster nicht erkennt. Ja, weißt du, bei mir sagen sie daheim auch, ich in meinem Alter, dass ich fortgehe, ich würde spinnen, meine die. Ah ja. Also, weißt du, der hat nämlich eine neue Freundin. Und ich glaube, der will ihn mir nicht vorstellen. Und das geht ja gar nicht. Ach, das kann ich verstehen. Was? Ja, Ramona, hat dir schon einmal Ei gefallen? Ja, sagst du das jetzt auch? Ja, weil es doch so ist. Ja, der sagt das auch. Ich habe zu ihm gesagt, ja, Menschenskind, da such dir doch mal ein, die zu mir passt. So ein wie ich halt bin. Ach, Ramona. Weißt du, was er meint? Die gefällt halt dem Papa nicht. Weißt du, wenn meine Jungs wüssten, dass ich heute Abend hier bin und die beobachte, die sage, die ist doch nicht mehr normal. Da kriege ich einen riesen Krach daheim. Hier, Moni, hast du mal hier ohne die ganzen Männer gesehen? Die sind alle hier zum Chillen. Ja, richtig zum Chillen. Aber guck mal, da, der guckt wie ein Kuh, wenn es blitzt. Ja, hier, weißt du was? Ich habe gehört, ein Mann, der produziert am Tag 104 Millionen Spermien. Was? So viel? Ja, das sind quasi umgerechnet 1200 pro Sekunde. Boah. Und weißt du was? Wenn die all hier so rumsitzen, die sind voll beschäftigt. Da weißt du ja jetzt auch, warum manche so gucken, wie sie gucken, ne? Aber hier, wir haben auch Kinder hier, ne? Da muss man ein bisschen... Ja, ein bisschen zurückhaltend sein, ich weiß, alles gut. Ja, also, weißt du, so Junge in der Pubertät, die wissen ja auch immer irgendwie, die jungen Leute wissen immer mehr, wie wir ja denken. Ja, und vor allen Dingen, die werden ja immer früher mit diesen ganzen Themen. Das stimmt. Du, ich habe hier gelesen, im Internet natürlich, und das soll sogar eine wahre Geschichte sein. Da war so ein 10-Jähriger, ein 12-Jähriger und ein 14-Jähriger. Die waren samstags allein daheim. Tja, was haben die gemacht? Die sind bei den Eltern ins Schlafzimmer, haben so ein bisschen geguckt, was da so alles gibt und rumgewühlt. Und im Nachtschränkchen vom Baba, da haben die einen Film gefunden. Ins Wohnzimmer, den Film eingelegt und dann saßen die drei da davor. Und nach einer Zeit lang sagt doch der 10-Jährige, boah, die catchen. Ach, da sagt der 12-Jährige, so ein Quatsch, die haben Sex. Und weißt du, was der 14-Jährige gesagt hat? Stimmt, und was für ein Schlechter. So Jungs in der Pubertät, die sind auch wirklich nicht einfach, ne? Und ich war ja immer die peinliche Mutter.
Ist das wahr? Ich war immer die peinliche Mutter. Ich kann mich noch genau an Jannis sein letztes Schulausflug erinnern. Da bin ich dahin gefahren, zu dem Parkplatz, zu dem Bus, wo die sich getroffen haben. Ne? Da hat er mir im Auto schon gesagt, Mama, du steigst nett aus, du gibst mir keinen Kuss, du heulst nicht und du winkst mir auch nicht hinterher. Hast du das gehört? Da hab ich gesagt, ja, okay. Hier. Gar nicht ein Spaß, ne? Da habe ich gebatt, bis der im Bus drin war, bin ich ausgestiegen, hab mein Banner ausgepackt. Mama liebt dich und dein Teddybär ist im Koffer. Da hatte ich Spaß. Ja. Muss ich das sagen, wenn ich jetzt so hier in den Saal gucke und sehe die vielen jungen Leute, das freut mich richtig, dass die weggehen, dass die ihren Spaß haben. Weißt du, ich gehe mit dem Jürgen eigentlich auch noch gern weg. Ja, das und ist auch erst, schön. Und erst neulich, da waren wir zweimal beim Rashid. Das ist ja natürlich die einzige Kneipe, die wir noch in Mittelkalbach haben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön das immer war. Wir zwei, wir waren fort, wir haben uns unterhalten. Ach, es war einfach schön. Und da sagte Jürgen, hier Moni, guck doch mal da drüben, da sitzt so ein älteres Ehepaar. Die sind goldig, die schwätzen, die unterhalten sich. Das könnte mir auch eine Bayer sein. Ich guck hin, sag Jürgen, Kellner, nee, stell sofort dein Glas hin, das ist doch ein Spiegel. Mit dem kaut es erlebst du was. Das war ja, das war Jürgen. Und dann, wir wieder mal fort. Ach, es hat getreitscht, was vom Himmel kam. Wir waren im Auto unterwegs und da steht so ein junger Kerl daneben an der Straße. So anhaltermäßig. Na, normal machen wir ja so Sachen nicht, dass wir da welche mitnehmen. Aber naja, wir haben gedacht, bevor der Junge krank wird, nehmen wir mal mit. Also gesagt, getan, angehalten, er steigt ein und dann hat doch der was gemacht, das hätte er lieber nicht machen sollen. Der hat sich so von hinten so zum Jürgen vorgebeugt und hat so ihn von oben bis unten angeguckt und da hat er gesagt, boah, dass sie sich das trauen, einen in ihrem Alter einen Anhalter mitzunehmen. Was machen sie denn, wenn ich ein Mörder wäre? Oh, hier, ich bin voll auf die Eise. Der Kauz kam nach vorne, so geflogen. Und dann hat er gesagt, junger Mann, ich will Ihnen mal was sagen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass am selben Tag, im selben Auto, zur selben Zeit, zwei Mörder sitzen. Hier, fortfahren, Tür auf. Also ja, das macht ja auch wirklich ein bisschen Spaß, immer so die jungen Leute zu ärgern, ne? Ja. Aber weißt du, was ich wichtig finde? Ich finde ganz wichtig, dass sie wissen, wie man sich benehmen muss. Ja, also da muss ich dir zustimmen. Ne? Das ist also ich das finde das wirklich so wichtig, dass die wissen, wie man sich benehmen muss. Ich habe zu meinem Jannis, den habe ich da in so einen Benimmkurs geschickt da. So Knicki-Kurs bei der Volkshochschule. Ah, habe ich auch gelesen. Ja, es gibt. Ich habe zu ihm gesagt, Jannis, du nimmst deine zwei Brüder mit, ich bezahle das, damit ihr lernt, wie man sich benehmen muss. Also, der den Maurice und den Louis mitgenommen und dann kam die Einführungsstunde. Und der Seminarleiter hat dann so gemeint, meine Herren, stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sitzen mit einer sehr attraktiven Dame in einem feinen Restaurant beim Essen. Sie sitzen mittendrin und plötzlich merken sie, dass sie zur Toilette müssen. Was sagen sie? Dann meinte Louis so, boah, was will ich da viel sagen? Ich muss mal, ich gehe mal schnell schiffen. Hier, der Dozent, der ist aus alle Wolken gefallen. Der hat sie aufgeregt, also um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, setzen.
Also der hatte mal einen Herzkasper gekriegt, ne? Und der Janis, da ist er aufgestanden, war schon ein wenig aufgeregt, hat gesagt, oh Gott, der hat jetzt schon so getobt, was soll ich jetzt sagen? Er sagt, ein jeder muss mal müssen, jetzt ist es bei mir soweit. Sagt er auch wieder, um Gottes Willen, geht ja gar nicht, setzen Sie sich. Was meinen Sie? Ist Maurice aufgestanden und hat so gemeint, ich werde mich erheben, werde mich vor der Dame verbeugen und ihr sagen, ich muss Sie bitten, mich für einen kurzen Moment zu entschuldigen. Ich werde nun diesen Raum kurz verlassen, um einem guten Freund die Hand zu reichen, den ich Ihnen im Laufe des Abends aber auch noch vorstellen werde. Und ihr seht schon, was für euch kommt. Unsere Präsidentengarde marschiert ein. Ihr müsst ihnen halt abends mal Bier ausgeben, weil manchmal sind sie so am Verdursten. Trockene Kehlen kann man sich ja vorstellen, machen eine ganze Abend Musik. Aber jetzt haben wir uns hier festgebissen. Ja. Girl, you got me burning. The moment you treat like me on the fire. Hey, read my lips. Cause all I say is kiss, 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 kiss. No, it never stops. My hands are in the air as I'm in love. My heart's beating like a jungle drum. Rick-a-doo. Aber wir haben auch gleich eine Pause. Das Programm würde ich mir nicht entgehen lassen. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Sketch, habe ich erstmal eine Frage in die Runde. Wer von euch Männer kennt Shoppen mit Frauen? Gut, der Enno hat natürlich direkt die Hand gehoben. So. So. Enno, wie ist es so? Shoppen mit Frauen? Das ist einfach ein Traum. Das ist ein Traum. Vor dem Herrn. Also musst du auch immer lang warten? Nein. Das ist nicht nur warten, das ist, du stehst da rum, du liegst da, du sitzt da, keine Ahnung, was du da machen sollst. Ja, das ist aber nicht mit Yvonne. Nee, Yvonne geht allein. Ja, aber hast du schon mal was gesagt? Meine Tüte, da muss man jetzt was. Die Zeit. Die läuft und läuft. Ja. Ja. So, hier kannst du
dich ein bisschen ausruhen. Da ist doch bestimmt noch ein Plätzchen frei, komm. Ja. Da, setz dich hin. Ne, da kannst du dich ein bisschen ausruhen. Ja. Ich komm dann auch gleich wieder, ne? Hoffentlich. Ja. Ich muss nur noch in die Parfümerie, bei die Erna Schneider und ins Shoppinghaus. Wer es glaubt. Also, bis gleich. Tschüss. Nee, nee, nee. Warten Sie auch? Nein. Ich genieße die frische Luft hier. Hier im Wirtshaus. Na, jetzt mal ehrlich. Sie warten doch auch auf Ihre Frau, oder? Nein. Ich bin der Osterhase und brüte meine Eier aus. Und? Funktioniert? Ausgezeichnet. Und falls Sie es noch nicht geschnackelt haben, ich bin nicht auf Konversation mit Ihnen aus, okay? Ja, ja. Das sagt meine Frau Aude ganz nach. Und dann babbelt die wie ein Wasserfall. Ich aber nicht. Ich will hier in Ruhe warten. Hm. Auf Ihre Frau? Nein, auf den Bus. Ja, auf was denn für einen Bus? Auf den Bus, in dem Leute sitzen, die sich Ihr Geschwätz anhören können. Könnte es sein, dass Sie ein bisschen verärgert sind, weil Sie hier schon so lange warten? Ja, das könnte durchaus sein. Aber die Wut eines Mannes hat noch nie die Einkaufszeit einer Frau verkürzt. Interessant. Interessant, das stimmt wohl. Wir Männer ticken da ja ganz anders. Ja, das wüsste ich auch. Wir haben doch gar kein Interesse an sowas. Männer sind ganz anders. Also bitte, schauen Sie sich mal uns zwei Deppen hier an. Wir warten. Männer? Gibt es hier eigentlich auch was zu trinken in dem Wirtshaus? Die Männer sind ganz genauso. Eben nicht. Wie? Eben nicht. Schauen Sie mal. Einmal im Jahr, samstags, will ich mal im Baumarkt gehen. Einmal im Jahr. Da kannst du davon ausgehen, dass dieser Tag im Jahr von meiner Frau einkaufstechnisch voll verplant ist. Männer sind genauso. Ich sag's Ihnen. Ach, verarschen kann ich mich selbst. Wir sitzen doch nicht hier vor lauter Begeisterung vor unserer Weiber- und Einkaufssucht. Nein, jedes Wochenende die gleiche Sucht. Wir sitzen doch hier. Männer sind genauso. Glauben Sie mir das? Quatsch. So Blödsinn. Schauen Sie sich mal um. Die ganzen Männer hier drin, die sind doch nicht freiwillig da. Die sind doch mitgeschleift worden von diesen Weibern. Stimmt das? Ja. Genau. Und Männer sind genauso. Wirklich? Den Mann will ich sehen. Ja? Können Sie? Ja, bitteschön. Da ist Hallo, er. Schatzi. Hallo. Ja. Ach, das ist so schön, dass du schon kommst. Ja. Ach, Schatzi. Ach, da freue ich mich. Was hast du denn schön so? Ich bin so ein Stress. Ich bin so fertig. Du kannst mir jetzt erstmal was abnehmen. Und dann können wir eigentlich auch schon los. Oh,
das ist ja schön. Und da ist auch was für dich dabei. Guck mal, was schmutzig ist. Siehst du das? Oh, das so. Das ist ja was für dich. Fertig. Ja. Lars, ach, du auch hier. Sag mal, hast du schon die ganzen Angebote in dem Shoppinghaus gesehen? Aber selbstverständlich. Und im Sugar Dress, da gibt es jetzt sogar 45%. Oh, das ist ja mega. Das geben wir uns jetzt ja auch noch. Ja. Dido, komm. Schatz, komm. Männer sind genauso. Hello. So, Scherzchen beiseite, liebe Freunde. Es wird ernst, lieber Prinz. Es gilt, der Erste zu sein und aber auch richtig zu raten. Ja, also, aber auch richtig zu raten. Darum geht's auch, ja. Die Show Biker Song XY ungelöst funktioniert wie folgt. Schön aufgepasst. Prinzipiell geht es um das Erraten eines Biker-Songs. Biker steht für Motorrad-Song. You know? Dazu ist hinter diesen fünf Türchen, 1, 2, 3, 4, 5, jeweils ein Hinweis verborgen. Und jedes Türchen liefert beim Öffnen ein Wort des gesuchten Songs. Soweit klar? Okay. Die Hinweise hinter den Türchen sind bunt durcheinander gemischt. Nun gilt es, eine beliebige Nummer von 1 bis 5 auszuwählen. Die Türchen öffnen sich dann automatisch und du oder auch du erhältst dann einen Hinweis auf den Song. Spielregeln:
Die Prinzessin beginnt. Und lässt ein beliebiges Türchen öffnen. Sie gibt einen Tipp ab. Oder auch nicht, weil sie es nicht weiß. Ist das Lied korrekt, erhält sie einen Punkt. Unser Vollstrecker mit Vollstrecken. Errät sie es nicht, ist der Prinz dran. So einfach ist das. Ist der richtige Songtext erraten, öffnen sich alle Türchen automatisch. Also von selbst sozusagen. Da muss ich mich sogar umziehen für dich. Ja. Was hast du mit mir vor? Dieter, du hast dich umgezogen für alle, weil so siehst du echt. Haben die Kinder schon gesagt, eben gerade Dieter, so gefällst du es am allerbesten. Na, ist so, da sind sie, ne? Da ist es. Das war ein Scherz. Das ist aber so. Ja, lieber Dieter, du bist jetzt hier heute Abend hier auf der Bühne, weil du bist unser Versuchskaninchen. Aha. Wie immer. Ja. Und wenn du nämlich die Show verstanden hast, verstehen das hier im Saal auf jeden Fall alle. Danke für das Kompliment. Ja. Dieter, komm mal hierher zu mir. Ja. Wir machen jetzt, wir raten jetzt zusammen einen Song mit zwei. Okay. Weil du so clever bist, geht das auch ganz schnell. Ja, du bist der nette Hellste, habe ich gehört. Ja, ja. Du darfst dir jetzt eine Tür aussuchen. Ist das mit dem Finger, hat das was auf sich? Was guckt denn da raus da? Was guckt denn da raus? Muss mal gucken. Ah, jetzt ist weg. Ich dachte, das wäre ein Hinweis. Gut, dann wünsche ich mir, ich habe drei Kinder, die drei. Einstellen. Ja, ich hab's vorgesagt, wer war denn das jetzt wieder? Jetzt stehe ich blöd da. Jetzt stehe ich echt blöd da. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Das hätte ich auch immer. Ja, doch, ich doch. Super. Super. Das war's. Ja. Ist der Beste unter Dieter. Ja, ganz einfach war das. So, Dieter wird jetzt einen Punkt kriegen. Richtig. Einen Punkt hättest du. Gut, hätte ich. Aber du bist ja nur Versuchskaninchen. Richtig. So, wir gucken jetzt, also den Song haben wir. Ja. Jetzt machen wir Türchen 1 bis 5 auf. Soweit kommst du klar? Ich bin dabei. Ja, okay. Und dann, wenn wir die Worte, die Hinweise gehört haben, dann sagst du uns, welche Türchen in welcher Reihenfolge zu öffnen sind. Um das? Um den Song herzustellen. Komplett hier, ja, okay. Und das kriegst du auch noch hin, oder? Das weiß ich nicht. Okay, dann schauen wir mal. Wer das? Türchen 1, bitte auf. So. Namen. Der. Ein Stern. Deine. Dieter, welchen Tipp möchtest du abgeben? Drei war ein Stern. Drei auf. Die drei bitte. Ein Stern. Jawohl. Die zwei, der. Der. Fünf, deinen. Deine. Super. Eins, Namen. Namen. Vier. Du warst unser Versuchskaninchen, du hast deinen Job richtig gut gemacht. Ich werde nicht geschlachtet jetzt. Nein, aber mir wäre es recht, wenn du von der Bühne gehst. Ich gehe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Sonja beginnt. Die zwei. Wie? Wir hätten gern den Songtext von dir. Ja, sorry, keine Ahnung. Prinz, ist deine Chance. Du kannst sie jetzt richtig schlagen. Liebe Prinzessin Sonja,
was und bist einfach spitze. Aber dem Prinz an deiner Seite, dem gebührt heute Abend die Ehre, bei Biker Song XY ungelöst gelöst zu haben. Er hat gewonnen und unserem Prinz ein dreifaches Kalbach! Prinz Pascal! Genau! Prinzessin Sonja! Danke, dass ihr mitgespielt habt, aber vielen Dank an euch. Ist das sind die Robert jetzt mir? Moment, ihr dürft hier nach Hause gehen. Danke. Ja, und an dieser Stelle sage ich vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei Biker Song XY ungelöst. Dankeschön. Geschehen, wann Sie Prinz waren. Ich darf anfangen, jawohl. 98, unser Arno Halblein. 2 Jahre später, 2000, Frank Raab. 2005, Manfred Leinweber. 2006, Manfred Schäfer. 2008, Jürgen Adolf. 2015, Lothar Happ. Lothar Happ hat heute Geburtstag, ein kleines Ständchen, Freunde. Ja, und mit dem Lothar hat es auch noch eine Jule Geburtstag. Da waren die Freundinnen auch schon da und haben ein Ständchen gewünscht. Also Happy Birthday Lothar und Happy Birthday Jule. Auf geht's! Happy Birthday, Happy Birthday, alles Gute für dich, lieber Lothar. Happy Birthday, Happy Birthday, wir trinken alle auf dich. Herr Lothar, Happy Birthday to you. Zum Geburtstag wieder, zum Geburtstag wieder, zum Geburtstag, liebe Jule, zum Geburtstag wieder. Ja. Wir brauchen ja wieder Verhaftungsgeld. Und da ist immer schwierig, Busse zu bekommen, aber er macht das schon jahrelang. Heute filmt er auch hier, auch ein Biker. Deswegen denke ich mal, das gefällt ihm heute Abend ganz gut, hier zu sein. Unser Stefan Truschel! Und nicht nur der Stefan filmt heute Abend, auch der Silas Halblein hat sich die Kamera aufgestellt. Jetzt sitzt der Paul da. Deswegen vielen Dank, dass ihr das alles aufnehmt, dass wir uns das nochmal in Ruhe angucken können. Ja, und ohne das Team, was ich jetzt ankündige, geht es so ein Verein gar nicht. Wir haben es ja gesagt, 2 Jahre Corona, da muss gearbeitet werden, vielleicht umso mehr. Ein herzliches Dankeschön, hier vorne steht er, unser erster Vorsitzender und das gesamte Vorstandsteam der Nannersucht Mittelkalbach. Der Vorstand ist das eine, viel Arbeit über die Jahre. Aber wer sich für die heutige Veranstaltung auch ganz toll ins Zeug gelegt hat, ist unser Fremdensitzungsausschuss. Ihr habt es wieder möglich gemacht, dass wir ein tolles Motto hatten. Den Hugo avisiert, dass er ein tolles Bühnenbild und alles hier schmückt. Und die vielen Stunden für die Proben. Was machen wir für ein Sketch? Lieber Fremdensitzungsausschuss, vielen, vielen Dank. Ja, und zum Schluss natürlich gibt es noch einen anderen Ausschuss. Muss ja noch andere Sachen gemacht werden. Der Festausschuss das ganze Jahr über. Wir haben dieses Jahr oder letztes Jahr am 22. Mai ein tolles Fest gehabt in der Corona-Zeit. Es war ein tolles Wetter, es war super. Auch dem Festausschuss herzlichen Dank. Und euch allen ein dreifaches Kalbach! 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 Jeder Ausschuss, jeder Sponsor hilft natürlich viel weiter. Wir kriegen alles auf die Beine gestellt. Aber ohne euch, die ihr heute da seid, geht natürlich gar nichts. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Abend. Er geht noch weiter, keine Angst. Und ich denke, für euch ist auch erstmal ein Applaus von der Narrenzunft an euch wert, dass ihr hier seid und natürlich gerne am Montag da seid zum Umzug. So, liebe Fabi, es geht weiter im Programm. Wir machen jetzt gemeinsam den Vorhang auf und da gucken wir mal,
was sich dahinter für verbirgt. Gar kein Bock. Ich sag dir eins. Ich hab gedacht, du bist doch hier der Depp. Oh, Julia, ich möchte mal wissen, warum wir uns so rausputzen mussten. Ich kann mir vorstellen, dieser Willi, der sitzt in seinem Trainingsanzug aus Fallschirmseide und seinen Adiletten auf der Couch, dieses provinzielle Arschloch. Das ist wieder mal so typisch. Du und deine Vorurteile. Ach, das... Oh, alter Schwede. Du sag mal, wie siehst du denn aus? Kannst du dich nicht mal normal anziehen? Die anderen haben sich bestimmt total in Schale geschmissen. Du rennst hier rum wie der letzte Depp. Mir gefällt's. Also manchmal frag ich mich echt, warum ich dich geheiratet habe. Ja und? Warum hast du mich denn geheiratet? Hallo? Warum hast du mich denn geheiratet? Ich überleg noch. Bravo. Oh, wenn wir nur schon wieder weg wären. Lass mich erst noch mal eine Zigarette rauchen, bevor du mich diesen Pöbel zum Fraß vorwirfst. Jetzt sei doch nicht so negativ. Die haben sich bestimmt schon mega auf uns gefreut und haben sich ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben. Wie? Du meinst, der hat sich endlich mal gewaschen? Ja. Scheiße. Du sag mal, Willi, was riecht denn hier so? Nee, muss mal in der Küche gucken vielleicht. Was du da gekocht hast für ein Fraß. Bist du doof? Das ist ein ganz normaler Sauerbraten. Der riecht so nett. Keine Ahnung. Ey, das sind deine Socken. Sag mal, wie lange hast du denn die Socken schon an? Warte mal. Weiberfastnacht. Wo war ich überall? Mittwoch. Ist doch heute. Mittwoch! Heute ist Samstag! Oh, ja, dann habe ich es ein bisschen länger an. Schuhe wieder an, weil zum Waschen ist es jetzt eh zu spät. Alle, ey. Junge, meckern, ey, ist irgendwie welche Scheiße. Sag mal, was ist denn das überhaupt für ein komisches Gewächs? Eine Stolizien-Papageienblume, warum? Ach, und du meinst, die Proleten wissen das? Ja, entschuldige, du wolltest doch unbedingt, dass man sich nach dem Urlaub nochmal trifft. Ja, aber ich konnte doch nicht wissen, dass diese Proleten uns dann gleich einladen würden. Ja, so schlimm ist es nicht. Alles gut, ich habe das schon getimt. Meine Mutter ruft uns um Punkt 10 Uhr an und sagt, es ist was mit den Kindern und dann fahren wir nach Hause. Was? Um 10 Uhr erst? Oh, ich bin mal gespannt, ob dieser Typ jetzt schon besoffen ist oder erst in einer Viertelstunde. Hier. Ach, bevor die kommen, dann muss ich erst mal richtig eins parodieren. Mensch, sollst du nicht immer so viel saufen? Ey, du sollst nicht immer so viel labern. Meibre, ich sag's euch. Fuck. Julia, ein Glück hast du Wein mitgebracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Typ uns ein Lambrusco anbieten will. Ja, er ist nicht so schlimm, aber sie ist der Geizhals. Die will immer nur alles billig, 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 billig. Du sag mal, Willi, ja. Findest du die nicht auch so manchmal so ein bisschen billig? Billig? Also,
Ja, ich finde die Tür geil. Also ich finde die echt billig. Mach doch mal deinen Club zu. Das sieht total billig aus. Spinnst du? Billig? Das sieht gut aus. Das Einzige, was hier billig ist, ist dein Rasierwasser. Also ich finde die echt so, es ist so richtig billiges Plätzchen. Ja, der hat wahrscheinlich die Kohle voll, sonst hätten die alle nicht geheiratet, weil wenn ich mir den angucke, dem sein Gesicht, da gefällt mir mein Arsch wieder. Ich sag's euch. Die hat ihn auch bestimmt echt nur geheiratet, weil der so viel Geld hat. Ja, ja, sag ich ja. Ja, ja, erinnert mich irgendwie an so eine Fritzpiepe, warte mal kurz, früher war doch was. Ach, ich weiß, mein Mathelehrer. Nee, ich hab doch gesagt, der ist schlau. Ach so. Nee, wegen dem Rasierwasser. Er hat genauso gestunken, die Perle da. Alter, ein Typ. Und übrigens, wenn du der heute einmal auf den Hintern guckst, dann kannst du was erleben. Was? Auf den Hintern gucken? Ja. Ich hab dir noch nie auf den Hintern geguckt. Nein. Hier, übrigens, ne, wenn du dir gerade den Arsch zeigst. Was? Pass auf, der alte Arschgucker. Ne? Wenn der einmal wieder auf deinen Arsch guckt, dann betoniere ich dem einen. Warum soll der mir denn auf meinen Arsch schauen? Ja, warum soll der dir auf deinen Arsch schauen? Hä? Da muss ich mal vielleicht astronomische Wissenschaftler fragen, warum der dir auf deinen Arsch schaut. Jetzt red doch nicht immer so primitiv. Oh Mann. Unglaublich. Also wirklich, ich habe überhaupt keine Lust auf diese Arschgeigen. Ja, du bist selber schuld. Was betrinkst du dich denn schon auch im Urlaub mittags um 12 an der Bar und dann gleich mit jedem Trottel, der daherkommt, Bruderschaft? Ja, erinnere mich daran, dass wir das nächste Mal nach Finnland fahren. Da gibt's nur Blocksaunen und Elche. Ich nehme dich beim Wort. Komm, bring was hinter uns. Ding Dong! Hey, hier! Kannst du aufmachen? Der Arschgucker ist da. Schätzt doch nicht immer so blöd daher. Ja, was soll ich sonst denn? Wie heißt er nochmal? Achso, Lars Hinternseher! Hä? Der sag ich halt Hinternseher! Ist das geiler? Ach, dann mach mal auf, komm. Ich mach jetzt auf. Ja, mach. Du benimmst dich jetzt bitte. Nö. Doch. Ich sauf noch alles gleich. Ach, hallo, guck mal, ja, meine Fresse. Hast du jetzt meinen Namen vergessen? Ich bin die Nadja. Nein, ich war nur geblendet von so viel, Hintern. Ja. Kommt doch rein. Ja. Schön, dass ihr da seid. Blumen für die Dame. Ah, Julia, das ist ja... Oh, ja. Ja, ja, das ist hallo. Ach, hier, das ist ja auch der. Ja, grüß dich. Guck mal, wie schön, wie unseren Hansi. Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Sohn habt. Nee, nee, Kanarienvogel. Ach, wie süß. Ja, aber den hat's zerrissen. Wie bitte? Ja, der ist kaputt. Den hat's, wie soll ich sagen, von der Stange gekloppt. Warum? Weil er deinen Socken gerochen hat? Nein, als wir doch mit euch im Urlaub waren, dann sollte die Oma auf den Hansi aufpassen und ihn füttern und den Stall sauber machen. Ja, aber dann... Naja, ist sie krank geworden. Dann hat sie auch laut gerissen. Wie bitte? Ja, die ist auch kaputt. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Ja, tolle Geschichte. Ja. Ja gut, möchtest du mit unseren Gästen erstmal was zu trinken? Ach so, ja, hier. Hallo, Kollege, ne? Jetzt auch erstmal ein schönes
Rotstift, Junge, ne? Blondes, so mal richtig. Ach nee, für mich lieber ein Glas Rotwein, bitte. Ah, oh, Mann. Als hätte ich's gewusst. Die alte Pfeife, ne? Säuft ja wieder nur Wein, ja. Aber, sagt ihr eins, Lambrusco ist aus. Naja, Wein, Kenner würde ich nicht sagen. Genießer, Dio. Ah, naja, wir zwei, ne? Ja. Wir sind eher so die Schläuche. Ja. Knall uns mal richtig ein in die Pakete, von daher, ja, haben wir schon. Deswegen haben wir auch ein Geschenk mitgebracht. Oh, schön. Ein ganz edles Tröpfchen. Ein 2003 Rosso di Montalcino. Eine ganz edle Perle. Und ja, danke. Die wir jetzt vor die Säue gießen. Ja, schön. Naja, Kühlschrank ist voll wie immer mit Schoppe. Naja, da müssen wir mal ein paar Bier raus tun, ne, wenn wir das tun. Nee, rein. Aber wenn, können wir doch einfach den ins Gefrierfach tun, dann ist er auch gleich kalt. Ach, ja, genau. Ja. Top, dann mal, den tun wir gleich ins Gefrierfach. Ja, ja. Ja. Hm. Kann ich mir denn irgendwann noch mal irgendwo die Hände waschen? Hände waschen? Ja, ja. In der Küche kannst du mal kurz Waschbecken. Naja, ich will jetzt ungern in der Küche. Ja, was willst du denn jetzt? Willst du Hände waschen? Willst du Zeichen? Oder? Nein, ich möchte. Ja, was denn? Brechen, kotzen, kacken, sag mal was. Nein, ich muss auf die Toilette. Ja, yes, Mann, sagst du, also. Ja, biete doch unseren Gästen erstmal unseren guten Krimsekt an. Guter ja. Krimsekt. Krimsekt, das möchte ich mir nicht erinnern. Da war ja aber mal Zeug da. Ja, ja. Ja, schön. Den sehr gerne. Ja. Und das ist jetzt ein echter Krimsekt? Ja, ja. Da steht alles. Da steht alles auf Arabisch drauf. Russisch. Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Ja. Nicht schlimm. So. Oh, schreibt bis hier das Zeug? Ja, das reicht. Ja. Danke. So, einer wollen noch. Da geht noch ein Schluck. Ach so? Ach so, wollen Sie ein bisschen mehr? Wir sind ja die Schläuche. Ja, verdient ein bisschen mehr. Die können ja nichts. Na ja, ich brauche ein bisschen mehr. Oh. Dann will ich sagen, ne? Ja. Wenn du nehmen wir mal einen. Ja. Du bist hier. Dann sag ich mal Salute. Ach, guck, Spanisch kann er auch. Ja, Italienisch, aber Spanisch kann ich nicht. Und dann? Ja, dann, next one, hopp. Ach, das tolle Zeug hier, leck mich auf den Sack. Das ist total super. Ach. Ja, ja, jetzt haben wir ja ein bisschen vorgeglüht. Nach diesem ganzen Schickimicki-Scheiß-Straßurlaub, wo waren wir nochmal? Toskana da, mediterrane Bullshit-Kacke. Italien. Achso, ja, ja. Haben wir gedacht, machen wir heute mal Flurkunde. Ja. Ja, das klingt aber lecker. Ja. Was ist das jetzt so genau? Das willst du gar nicht wissen. Ich glaube, es vibriert in meiner Hose. Das muss eine WhatsApp sein. Nee, vielleicht auch Füchsleute. Was? Ja, ich erkläre es dir. Ich habe da so einen Kollegen. Ha, wie soll ich sagen? Ah, ganz schlimm. Dieter Mack, der kennt man, ne? Der war mal im Urlaub. So. Und weißt du wo? Thailand, Mann. Da hat der Stängel geglüht, alles mitgenommen und er hat auch Sackratten gehabt. Also Füchsleute. Julia, du wirst es kaum glauben, aber unser Kleines hat Fieber. Fieber? Oh mein Gott! Oh nein, ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Ja, hohes Fieber und Ausschlag. Oh nein. Oh nein, da würde ich echt mal danach gucken, nicht, dass das noch schlimmer wird oder ansteckend auch ist. Naja, schlimmer kann es ja kaum werden. Also, ja, ja, da sage ich mal, ja, vielen Dank. Ne? Ach, schön, dass ihr da seid. Ich sag dir, du alles Sackhaut. Ja, mit der Kürze liegt die Würze. So ja, ist es, ne, ja, mein Freund. Ja. Das nächste Mal kochen wir dann. Das ist ganz schade jetzt, ja, aber ja, wir müssen. Macht euch auch keine Gedanken mit dem Essen. Dann mache ich morgen einfach noch ein bisschen mehr Soße bei, ein paar Pommes dazu. Da geht das schon. Ja, okay. Ja. Gut, dann. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Tschüss. Gut. Tschüssi. Gute Besserung, ne? Ja, danke, danke, danke. Tschüssi. Tschüss. 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 Oh, fuck, diese Arschgeigen. Proleten. Flurgönner? Ja, kein Stil, kein nix, grauenvoll. Katastrophe. Oh Gott. Fuck.
Sag dir eins, Kinder haben auch ihre Vorteile. Ja, das stimmt wohl, da hast du recht. Du, ich hole uns jetzt erstmal eine Flasche Rotwein. Nee, du nimmst die Lambrusco-Flasche. 2 Liter. Hol die Karre bei und dann prügeln wir uns mal richtig weg. Ja, ja, dass die endlich jetzt losgeworden sind. Ja, ne? Mach das mal. Ja. Warte mal. Nimm doch hier den seinen Scheißblöre mit. Ach, das. Ja, ja. Aber leg's nicht kalt. Das kann nicht schmecken. Kipp's weg. Am besten. Nee, das ist ja ein Rotwein. Dann mach ich einen Rotweinkuchen von. Die Oma frisst den schon. Ja, ja. Nee, warte mal. Hä? Die Opa ist tot. Na, dann frisst du ihn halt. Aber dann frisst ich ihn halt. Fertig. Ja, liebe Gäste, wie im richtigen Leben wären wir nicht schon im Urlaub gewesen und habt tolle Leute kennengelernt. Ne? Das sind ja super Leute. Und dann kommen sie erstmal zum Besuch. Ja. Der eine hat Stinksocken und der andere trinkt nur feines Zeug. Freunde und Feinde. Und ihr kennt das Wort ja, das ist Freunde. Und das sind die Freunde. Deswegen heute Abend hier auf der Bühne Urlaubsbekanntschaften. Manuel Will. Hello. Nadja Riedl. Lars und Julia Kappios. Und euch ein Dreifach aus Kalbach. Neuhof. Oberkalbach. Niederkalbach. Dankeschön und Ausmarsch. Ich darf ankündigen, liebe Freunde, unsere Prinzengarde! Gonna rock this town, gonna leave this place in power. Gonna rock this town, gonna leave this place in power. Yeah! Yeah! Passiert. Und was da noch passiert, das zeige ich jetzt euch. Zwei Mann hier bei uns im Bett auf der Narrenschumpfbühne. Was soll schon sein, du schnarchst? Ei, da schlaf halt der höchste Sonnenhead. Ja, ich kann ja nicht geschlafen. Ist mir schon klar, das Böse schläft nie. Also Siegbert, dass du kurz geschlafen ist mir ja wäre klar. Du hast ja gestern wie eine Biertränke wie bist ja quasi gestern, auch ich wäre heute zu Bett. Also, wann ich nicht komm geschlafen, sollst du es auch nicht können. Also, mach jetzt etwas. Was soll ich denn machen? Siegbert, ich brauch doch meinen Schönheitsschlaf. Ja. Auch ein Witz, dass das Schönheitsschlaf heißt, wenn man Moritz so aussieht wie du. Also, Siegbert, du meinst wohl auch, wann du Moritz aufsteigst, siehst du aus wie der Supermann. Aber was siehst du, wann du in den Spiegel reinguckst? Allenfalls der Kartoffelmann von der Toy Story. Ja, wenn dich Moritz einer vom Spiegel sehen würde, der würde ich auch sofort unter Denkmalschutz stellen. Also Siegbert, so hässlich sehe ich jetzt auch wieder nicht. Du weißt doch noch, letztes Jahr haben sie mich sogar für den neuen Friseurkatalog gecast. Für die fürher noch Herr Bälder. Ja. Die haben dich aber nur für dafür gebraucht. Siegbert, ich weiß ja, Eva, das hat eher um meinen Deckelhänger Deige leer. Ja, der ist bald so dick wie unser neuer Gasgrill. Also Siegbert, sei nicht immer so frech zu mir. Dass ich da in Zukunft wäre, gleich besser gefallen, habe ich mir überlegt.
Ich muss mich einfach wieder wegen mir schminken. Du und schminken? Ja. Ja. Kann ich mir auch gleich beim Leihhose Ruppel loshole? Abruppeln, zack, Niete. Ist der Edge wäre. Ich kann immer noch nicht geschlafen. Mach jetzt etwas. Was soll ich denn machen? Wobei, da fällt mir ein, ich habe einen Tipp für dich. Oh. Ja, wann du nicht schlafen kannst, da zählst du jetzt mal bis drei. Und das soll helfen? Ja, wann es nicht hilft, da zählst du halb bis halb auf vier. Ich bin. Ja. Also so etwas Schlechtes will ich. Du bist von deinen ganzen Dommen, bist du das Maskottchen. Ich bin nicht blöd, oder? Blöd sei ich nicht. Nee, Siegbär, du hast einfach nur Pech beim Denken. Also ich sag dir mal eins, dass ich nicht komm geschlafen, das ist deine Schuld. Also mach jetzt etwas. Meine Schuld. Ja? Und warum? Ja, da fängt man dann schon noch etwas ein. Aber apropos, da könnte ich mir eigentlich immer die Kopfhörerfoto ausgeleihen. Und können Sie mal mit einem kleinen wenig Musik hören probieren? Ja, nee. Die habe ich nicht mehr. Die habe ich seit dem letzten Unglück weggedoben. Was denn für Unglück? Der Nachbar hat mir Bier angeboten. Ich hab's nicht gehört. Da kam ich sofort. Ah, schläft der schon wieder. Siegbert, sein ganz aufgeregt. Siegbert! Bring mir doch nicht auf den Sack. Was ist der? Ich weiß jetzt, warum ich nicht komm geschlafen. Und warum? Ich hab keine Fürs. Komm, na du sie halt bei. Ah, ja. Justus. Also Marie, du könntest ja auch mal wie die Beine rasieren. Ist ja als Bahn sich so nasse Köder bei uns ins Bett leid. Also Siegbert, dann rasierst du doch ab sofort den Beutel. Ich? Mein Beutel? Ja. Warum? Was nicht will stehen, muss auch nicht weich liegen. Du meinst auch, du kannst jetzt alles bestimmen. Nur weil du jetzt in einem Geranienalter bist. In einem Übergang von stehend in hängend. Ich hingegen, ich war mit dem da ohne schon Guinness Buch der Rekorde. Du warst mit dem besten Stück schon im Guinness Buch der Rekorde? Jo. Weiß ich gar nicht davon. Tja. Und dann hat sie dich aus der Bibliothek geworfen, oder Boss? Jo. Also Marie, waren wir jetzt schon wachsen, so? Dann könnten wir uns doch auch mal wegbewegen, so enge rum und so, oder? Ja? Also Siegbert, nur für ungut, Evo. Du meinst wohl auch, wie ich in dem kleinen Würstchen, der dich jetzt meinen ganzen Grill umschmeißen. Jetzt hab dich doch nicht so. Komm, so wie früher. Wie früher, Siegbert, wie früher. Da warst du schon geil, wenn du nur eine Dame vorwärts gesehen hast. Also, ich kann euch so als einziges, was bei mir und beim Siegbert auf Sex eingestellt ist, ist der Wecker. Und das Blätter so. Ja, ja, früher, ah, Siegbert, als wir noch jung waren.
wie die Zeit halt so vergeht. Ja, wie die Zeit vergeht. Noch 2x6 und wir haben hier Schaltjahr. Also sicher, du denkst immer nur um das Ei. Konntest dich ja bei den Silikon-Webs-Nachbarin gemacht. Die heißt übrigens Print. Wie? Wie der Kleber. Nur mit B. Brit, also sicher, du bist wahrlich auch nicht die Hellskerze auf der Torte, oder? Nee. Also ich hab die Schnalle ja neulich im Edeka gesehen, Mini-Rock, sich wird. Die hotte orange Haut, das geht schon fast ein Ananas über. Und weißt du, Boss? Die hotte Muschel am Oberschenkel tätowiert. Und ich mich gefragt, was soll denn das bedeuten? Das kann ich dir sagen. Da hältst du kurz das Ohr dran, kannst direkt das Meer riechen. Das sehe ich, wer weiß, wäre. So, weil normalerweise kann ich ganz gut geschlafen. Ich hüpfe Moritz aus dem Bett, hier Toastbrot aus dem Toaster. Das sieht Berti eher so die Mürbe weg. Fällt mit der Butterseite noch Engel und Blättlerne. Gell, Siegbert? Siegbert! Siegbert! Was ist der als? Ach, gar nicht weiter. Ich habe nur gerade verzahlt, dass ich Moritz immer so finzen. Ja, sollst du dein Gesicht vielleicht auch mal erzählen, dass 3 Stunden später aufsteigt wie du? Und jetzt hast du mich schon wieder wach gemacht. Ja. Wie sieht's denn jetzt aus? So langsam? Könnte mir zwei doch mal. Oh, Marie. Ich bin auch ganz müde. Marie. Marie. Jetzt schlüpft die. Das ist unglaublich mit denen Frau. Ach, was soll's. Nehme ich mich halt auch wieder an. Sind das jetzt? Ah, ist das furchtbar. Nee, sieh ich wert. Sieh ich mehr. Kann man nicht im anderen Schlaf, was willst du denn? Hörst du es denn nicht? Die Vögel kreuschen so laut. Ich kann nicht geschlafen. Ja und, was soll ich jetzt machen? Soll ich hinausgehen zu den Vögeln und sagen, bitte, bitte, liebe Vögel, seid leise. Die Marie ist nicht gut zu vögeln, oder was? Also sieh ich bin lustig, hahaha. Fenster zu, es wäre ein Umfang. Wie heißt das Zauberwort? Scheidungsanwalt. Okay, mach's ja schon zu. Ganz zu. Natürlich ganz zu. Was denn sonst? Also. Oh Mann, ey, mit dir hat man nur Probleme. Also sieh, ich werde dich sagen, nochmal eins. Ich muss also die Schlädbrit denken. Die geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ist ihr Bruder heute noch bös, weil Herre 3 Schwestern hat und sie nur 2? Okay. Ich kann nicht mehr schlafen. Weißt du, da könnte ich auch einfach mal schön mir ein Glas Milch in die Küche holen. Ich hab Fettarme. Ich weiß. Trotzdem würde ich gerne Glas Milch trinken. Mann. Also Siegbert, jetzt hast du es gepackt,
jetzt bin ich auch wach. Mit dem ganzen da rum und hin und her. Aber da fällt mir ein, wenn wir jetzt schon beide wach sind, könnten wir uns eigentlich ein wenig bewegen. Wegen Frühsport. Komm, Siegbert, steig auf. Wir bewegen uns ein wenig. Ja, wart, ich muss erst noch meine Jogginghose anziehen. Das Siegbert und seine Jogginghose. Also ich sag euch, der Siegbert ist mit seiner Jogginghose schon so viel gejoggt, wie ich mit der Küche roll durch die Küche gerollt bin. Marie, du weißt doch ganz genau, das Joggen ist nichts für mich. Er schwappt mir immer mein Bier über. Geht nicht. Aber wo wir jetzt gerade von schwätzen, weißt du, was ich gern wäre? Nee. Ich wäre gerne Schlange. So Dürr oder Boss? Nee. Ja, nicht schlecht. Aber da kannst du sogar beim Laufen liegen. Das wär's. Das Siegbett wäre, oh Mann. Nee. Also ich kann wenigstens vor mir behaupten, dass ich gestern schon beim Aquagymnastik war. Aquagymnastik. Siegbert. Hm? Du bist in der Dusche ausgerutscht. Aquagymnastik. Siegbert, ich hab Aquagymnastik gemacht. Ja, du hast Aquagymnastik gemacht. Ja. Oh Siegbert, lach nicht, freu dich anuscht. Also, los muss mit dem Sport, Bande wäre nicht wälzt. Ich mach genug Sport. So? Ja, wenn ich im Internet bin, da furze ich immer. Das nennt man heutzutage Winze. Das fand ich gut. Ja, das ist die richtige Übung für dich, Siegbert. Über allen voran für seit zwei Länge fürs. Das Siegbert braucht im Sommer nämlich nur Flip Flip. Also, wenn du willst, machen wir halt ein wenig Yoga, auch in Ordnung. Aber ich sag dir eins, nicht deine Lieblingsübung, die Duftkerze. Gut, dann, ich hab mir neue Übungen überlegt. So? Mhm. Sei nicht gespannt. Da schnallst du ab. Das aufgehender Mittelfinger im Morgenrot. Mhm. Hello! So ist das, morgen früh wieder bei uns allen. Habt ihr gut hingekriegt? Unser Akteur hier oben auf der Bühne, der mir den ganzen Abend schon durch dieses Programm geführt hat, Fabian Krämer! Hello! Und die Sau- und Hautdegen, viel Lacher. Unsere Lena Müller. Hello. Wir lassen sie hoch, wir haben drei von Don Kalmar. Hello. Nadelzunft. Hello. Fremdinsitzung. Hello. Und Ausmarsch. Dankeschön. Und alles tanzt. So läuft das jetzt die ganze Nacht weiter. Und ich mache jetzt das Ding hier aus. Alle sind gut drauf, der Anfang ist gelegt. Baby. Ich stehe mal alleine da, weißt du? Too many people take us in there. But I won't take anything less. Yeah.
Jetzt wird beraten, was jetzt passiert. Ich habe gesagt, Roger Billy, jetzt Action. Machen wir kurz aus. Sie stimmen sich noch ein. Machen wieder aus. Jetzt! See the sunshine, she's not on the way. Just a baby, my mama told me so. Always be a good boy, don't ever play with guns. Play something in Reno, just to watch it. When I hear a whistle blow, I hang my head. Die ganze Zeit im Programm. Hier, alle, sag mal, wo kommen die überhaupt her? Was ist los hier? Südhessen. Südhessen, Bergstraße, Bensheim. Ah ja, ist ja weit weg von uns. Ja. Ja. Los, habt ihr Homepage oder was? Auf Facebook sind wir. The Gelassos. Hier, ja, da steht's. Hier, da, hier. Die. Da hab ich's. Okay. Also, ihr fahrt auch bis nach Fulda hoch? Ja. Okay. Ja, fahren wir nach Fulda. Fulda ist Essen, da gehen wir hin. Ja, okay. Dann seid ihr demnächst gebucht, alles klar. Dann weiter so, ich nehme noch ein paar Medleys auf. Nimm noch ein paar Gedanken von uns mit auf die Reise. Ja. Ja, wir finden das immer schön, wenn Leute zu unserer Musik meditieren können, zelebrieren, meditieren. Und das lassen wir jetzt mit. Ja, das passt. Nee, das lasse ich drauf. Du kannst vergessen, dass ich was nicht lasse. Also, gib Gas, Jungs. Rock and roll, und es geht weiter.